Der SK Galsbach bedankt sich bei seinen Spielsponsoren. Glück, Treuhand, Steuerberatungs GmbH und Co. KG, Karl Emminger Straße 23, 50 20 Salzburg. Restaurant Fischerstuben, Familie Maidorfer, Fischerstraße 18, 46 52 Fischelham. Rechtsanwältin Magister Astrid Zörer, Marktplatz 2, 46 50 Lambach. Langsam aber sicher biegt die oberösterreichische Fußball-Unterhaussaison 2017-2018 in die Zielgerade ein. Spätestens am 10. Juni steht fest, wer feiern darf oder wer sportliche Wunden lecken muss. In der ersten Klasse Mitte-West ist der SK Galsbach zu ersterem unterwegs. Der Aufsteiger aus dem Vorjahr führt nach 22 gespielten Runden auch eine Klasse höher das Feld an. 5 Zähler liegt die Mittermeier-Elf vor den Ritterbräu-Jungs aus Taufkirchen. In der 23. Runde kommt es in der Galsbacher Freshcom Arena zu einem besonderen Duell. Zu Gast ist mit Rot-Weiß Lambach der Club, der neben der Union Pizza und Baguette Haag den Blau-Weißen eine der nur zwei Saisonniederlagen zugefügt hat. Beim Einlauf mit dabei sind auch die beiden Ortschefs. Der Lambacher BGM frischt dabei Erinnerungen an die Vitalwelt Hausruck-Gemeinde auf. Der Bürgermeister der Marktgemeinde Lambach war, wie er noch Gemeindebeamter war, hat er die Gemeindebeamtenschule gemacht in Christkirchen und da war er 3 Wochen lang im Wienerhof in Galsbach einquartiert. Irgendwie auch lustig, dass die Jungs des roten Bürgermeisters rot-weiß als Kickerkleidung tragen, die des blauen Obergalsbachers stets in blau-weißen Dressen ihre Matches absolvieren. Absoluter Zufall. Also. Aber natürlich ein ganz interessanter Zufall. Also. Und der Bürgermeister aus Lambach ist ja natürlich auch ganz ein netter Bursch. Und wir haben uns sehr gut vertragen, haben uns natürlich auch die Hände noch geschüttelt vor dem Spiel. Verbindung zu den Gästen hat auch der Präsident des GSK, Martin Friedl. Er übt seit 33 Jahren seinen Brotberuf als Steuerberater in der Stiftgemeinde aus. Dass Erfolg sexy macht, besser gesagt die Fans auf den Sportplatz lockt, das zeigt sich in Galsbach ebenfalls. An die 250 Besucher sind bei diesem Duell in der Freshcom Arena live dabei. Fußball ist in und alle, also wir haben eine Begeisterung im Publikum und grundsätzlich bei den Spielern auch. Damit Schluss mit dem Vorgeplänkel und rein in das Match Galsbach gegen Lambach, in der die Heimelf in der 7. Minute zur ersten guten Möglichkeit kommt. Der GSK zwar ganz klar spielbestimmend, aber die Rot-Weißen von Coach Dickinger taktisch hervorragend eingestellt, lassen kaum Chancen des Tabellenführers zu. Und so dauert's bis zur 23. Minute, ehe die Mittermeier-Mannschaft durch Kürsa Celeb wieder zu so etwas wie einer Chance kommt. 2 Minuten später findet GSKs Haki Celeb dann zwar ein freies Schussfeld vor, er setzt die Kugel aber deutlich über das Heiligtum von Gäste 1er Pechböck. In dieser Phase des Matches wird der Druck der Heimelf zwar immer größer, aber die Gästeabwehr steht wie ein Fels in der Brandung, lässt kaum Top-Chancen der Kurkicker zu. Die Rot-Weißen kommen zu ihrer allerersten Möglichkeit nach genau einer halben Stunde. Für Raab ist der Winkel für einen erfolgreichen Abschluss allerdings schon zu spitz. Er jagt das Leder klar über das Grubergeviert. Galsbach spielt stark, zeigt auch immer wieder Traumaktionen, so wie diese in der 32. Minute. Celeb mit dem Idealpass zu Zonta, der bringt dann allerdings das Spielgerät nicht unter seine Kontrolle. 5 Minuten vor dem Gang in die Kabinen, der nächste gute Spielzug des Tabellenführers. Zonta setzt sich links energisch durch, spielt zu Celeb. Auch der macht das richtig gut, aber nur bis zum Abschluss. Die nächste vergeigte Top-Chance des ersten Klasse Mitte-West-Leaders. 2 Minuten vor dem Pausenpfiff, durch den guten Schiri Paschinger, dann die beste Möglichkeit der Mittermeier-Jungs, doch noch mit einer Führung in die Kabine gehen zu können. Popov bleibt mit ein wenig Glück an der Kugel, hat zwischen sich und dem Gästetor nur mehr Lambachs 1er Pechböck. Das ist aber einer zu viel für das Galsbacher 1:0. Und so steht nach 45 Minuten nach wie vor 0:0 zwischen dem Galsbacher SK und Rot-Weiß Lambach. Finanzstrafverfahren.at. Steuern, Zoll,
Haftung, Rechtsmittel, Strafverfahren. Gut beraten, erfolgreich vertreten, konsequent verteidigt. Martin Friedl, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Marktplatz 2, 4650 Lambach. 072 45 22 522. Finanzstrafverfahren.at. Viertes Galsbacher Völkerballturnier für jeden Mann und jede Frau. Samstag, 23. Juni 2018 ab 13.30 Uhr am Sportplatz Galsbach. Anmeldungen beim Veranstalter SK Galsbach. 0664 490 1091. Wer Tore nicht schießt, der bekommt sie, heißt ein sehr bekannter Fußballspruch. Und der bewahrheitet sich gut 11 Minuten nach Wiederbeginn beinahe. Galsbach hat es ihrem Goalie Gruber zu verdanken, dass man in der 57. Minute nicht mit 0:1 zurückliegt. Denn er gewinnt das 1:1-Duell gegen Gästeangreifer Cettin. Galsbach mit gefühlten 75% Ballbesitz in diesem ersten Klasse Mitte-West-Match der 23. Runde. Aber, und das müssen auch die Kicker aus der Vitalwelt Hausruck-Gemeinde wissen, beim Fußball zielen ausschließlich Tore. Chancen hat der Tabellenführer in Hülle und Fülle, aber für die gibt's nun mal keine Punkte. Schön langsam bekommen die 250 auf den Rängen ein mulmiges Gefühl, wenn das nur gut geht. Denn eh schon wissen, wer Tore nicht schießt und so weiter und so weiter. Nach einem weiten Einwurf ist die Dickinger Elf in der 84. Minute dann tatsächlich nahe dran an der Führung. Bei diesem Wolle fehlen zwar einige Meter zu zählbaren, aber ein Warnschuss ist es allemal. Es läuft die 88. Minute. Lambachs Torhüter Pechböck mit dem weiten Ausschuss Richtung Heimkasten. Die GSK-Abwehr kilometerweit weg von Souverän. Und das nutzt Alireza Cettin eiskalt aus. 2 Minuten vor dem Ende stellt Cettin dieses Match völlig auf den Kopf. Rot-Weiß Lambach führt beim Galsbacher SK mit 1:0. Wie schon erwähnt, Tore bringen im Fußball Punkte, nicht Chancen. Ja, und Chancen haben die Mittermeier Boys auch noch in der Nachspielzeit zuhauf. So rutscht etwa Lepschi nach einer Zontervorlage aus. Da läuft übrigens schon die 91. Minute. In der 93. Minute geht schon wieder rund vor dem Gästeheiligtum. Aber an diesem Tag will das Runde anscheinend überall hin, nur nicht in das Lambacher Eckige. Viele Unterbrechungen, verständliches Zeitschinden der überraschend führenden Rot-Weißen, also gibt schon Schiri Paschinger einiges drauf. Und so kommen die Blau-Weißen in der 96. Minute noch einmal zu einer Peak-Möglichkeit. Aber wie gesagt und gesehen, an Tagen wie diesen. Kurz danach ist Schluss in der Freshcom Arena. Das 1:0 von Rot-Weiß Lambach in Galsbach gegen den GSK beweist einmal mehr. Im Fußball zählen ausschließlich Tore. Daher gibt es für die Heimelf keine Punkte. Der Kampf um die Meisterkrone in der ersten Klasse Mitte-West ist 3 Runden vor Ende wieder sehr, sehr spannend. Wir haben alles noch selber in der Hand. Ja. Wir werden es jetzt weiter im Vorbereiten. Wir schauen, dass die Verletzten zurückkommen. Ja, und der Gesperrte, der Öztemir. Ja. Und wenn wir wieder hoffentlich alle an Bord haben, dann wird es noch sehr spannend. Ja, wir haben gewusst, dass Galsbach einfach vorne eine zentrale, gute Spitze hat und sehr stark über die Flügel rechts und links kommt. Und die haben wir mit unseren 2 jungen 17-Jährigen super zugestellt und extrem gut gegen den Ball gearbeitet.